Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Prey. Heute Black Box Labor im Maschinenlabor und danach, na hoppala, schon wieder mit Steuerung, mal wieder. Und danach gehen wir zu Alex und hören uns an, was er uns zu sagen hat. Dann machen wir die Main Quest weiter. Wir treiben noch die Main Quest ein bisschen voran. Für das spezielle Ending, das ich mit euch machen will, ist noch was zu tun. Also da ist noch ordentlich Arbeitsmaterial auf dem Tisch, das erledigt und abgearbeitet werden muss. Deswegen können wir da noch etwas weiter voranbringen, ohne Angst haben zu müssen, aus Versehen das Spiel abzuschließen. So ein Ding ist das. Wir müssen nach oben und dann nach rechts, aber lass mich den mal umknallen. Safe. Das war doch alles voller Mörders. Aber dafür gibt es einen Kampf aus. Das ist die große. Kann ich wirklich lange drauf einschlagen? Meine Fresse, ist das so voll. Und warum ist das hier so dunkel drin? Das ist ja mega dunkel. Du kommst jetzt mal runter da? Sag mal. Ist die Tür da hinten aufgegangen? Ich verstehe gerade nicht, warum hier überall der Strom aus ist. Ich bin gerade wirklich verwirrt. Generator ist heil, der Albtraum wird, glaube ich, nicht zu uns durchkommen. Also wir kommen da schon noch hoch, so ist es nicht. Ich bin nur verwirrt, warum hier der Strom aus ist. Ich verstehe es nicht, ich bin gerade wirklich... Komm schon, Mensch. Ist das dunkel hier drin? Doch nicht wegen dem Weber. Oder doch? Nein, ich kann doch sowas nicht. Könnt ihr euch bitte verpissen? Wo sind die Einzelteile des Webers? Es gibt Leute, die ihn looten wollen. Ich zum Beispiel. Sag mal, wie hat's denn den zerlegt? Mann. Die Dinger sind so nervig. Sie sind keine echte Bedrohung, sie sind nur total nervig. Wow, du meine Fresse, was geht denn hier? Da ist es, da wollten wir hin. Wo ist das Phantom, was da drin war?
Sorry, Lane. Was haben wir hier? Q-Strahl-Zellen-Fabrikatorplan. Fetzt mich jetzt nicht so. Was war das Blackbox-Project? Schaut euch das Ding an. Das nicht ein bisschen nach fucking Star Wars Republik aus, das Ding irgendwie? Weiß auch nicht. Ich nehme mal die Q-Strahlen hier. So, der Computer, das ist das Wichtigste. Nochmal eben schnell nach Loot gecheckt. Und dann schauen wir mal, was. Oh Mann, ey, die sehen ja echt krass aus. Blackbox Q3 Update. Backup-Datei. Vertraulicher Forschungsbericht. Zu Händen William Yu. Wow, ich glaube, das ist mein Vater. Abteilung Maschinenlabor, Projektleitung Lane Carpenter. Projekt Blackbox. Die Q-Strahl-Erweiterung für den NCN9 Blackbox Military Operator ist dem Zeitplan voraus. Der Entwicklungsstand nach auszuführender Aufgabe ist wie folgt. Optimierung der Kühlplatte, Umlenkung, Umgebungssteuerung. Also wir wissen schon mal, dass sie hier was fürs Militär gebaut haben. Mit Q-Strahl. Also fliegender Operator mit Q-Strahl. Nice. Wie Sie sehen, sind wir fast fertig. Sobald das Kühlsystem optimiert und den Feuermechanismus, den Q-Strahl integriert wurde, werden wir Prototypen zur Erde schicken. Die Tests gehen ebenfalls wie geplant voran. Vorläufige Ergebnisse zeigen vielversprechende Anregungen in der Molekularstruktur stromführender Systeme. Noch nicht an lebendigen Objekten getestet. Noch nicht an lebendigen Objekten Nice. Fucking nice. Q-Strahl-Fabrikatorplan. Der Q-Strahl ist ein Prototyp einer gezielten Energiewaffe, die volatiler quasi Partikel versetzt, energische Systeme in schnelle Schwingung, bis sie zerreißt. Ja, das stimmt. Haben wir schon mehrfach gesehen. Ist jetzt nichts Neues für uns. Aber wir wissen jetzt, dass das Blackbox Project ein Militärprojekt ist, an dem hier gearbeitet worden ist. Und es richtete sich direkt an William Yu, an den. Ich glaube, das ist der Vater von Alex und Morgan. Krass, echt krass. Ich weiß gar nicht, es ging. Ach, so sollte das aussehen. Es ging jetzt nicht für mich unbedingt daraus hervor, ob Alex und Morgan gewusst haben, was hier abgeht. Dass das Blackbox Project. Dafür müssen wir uns verkleinern. Dass das Blackbox Project ein Militärprojekt ist für die Eltern. Bin mir nicht sicher, ob die das gewusst haben. Boah, so hätten wir das hinter uns gebracht. Mit der Hebelkraft 3 konnten wir die stromlose Tür aufstemmen, Gott sei Dank. Ich weiß immer noch nicht, wo die Weber eingeweiden sind. An dem Punkt ist mir das auch echt egal. Ich finde es nur abgefahren. Krass, wie viele. Oh, toll, Passwort. Wie viele Gegner hier gespawnt sind. Wirklich heftig, Mann. Echt wirklich heftig. Dankeschön. Zur Info, dieses Aktivieren dieser Kraft, das ist auf Rechtsklick. Also sprich auf einer Funktion, die man normalerweise in solchen Spielen für was ganz anderes benutzt. Und alles muss mit F bestätigt werden und gemacht werden. Auch wieder völlig der falsche Knopf, weil normalerweise benutzt man da E für. So. Die Blackbox war buchstäblich eine Blackbox. Ein schwarzer Operator mit einem Q-Strahl-Pimmelchen unten dran. Fürs Militär. Ganz schön tödlich. Ich könnte mir vorstellen, dass hätte es ein Prey 2 gegeben, diese Dinger auf der Erde Einsatz gefunden hätten. Warum? Aber die waren ja fast fertig. Und Prey 2 sollte auf der Erde spielen. So.
Wir wollen ins Arboretum und mit Alex reden. Er hat uns Dinge zu Alexen. Er möchte uns Alexen. Was ist das denn, diese Station? Wir müssen mal beim Sicherheitscomputer gucken. Wo ist der? Ah ja, gleich um die Ecke ist einer. Lass uns da mal zu... Ja, hier, wir kommen jetzt aus dem Hardwash. Er ist trotzdem um die Ecke. Lass uns mal gucken, ob es noch Überlebende auf der Station gibt, die wir noch nicht gefunden haben. Einfach mal im Sicherheitscomputer gucken. Das ist keine Garantie dafür, dass es keine Überlebenden mehr gibt. Das ist einfach nur, dass da eine Person ist mit einem Armband. Es kann ja auch jemand sein, der sein Armband abgenommen hat. Dann gilt er ja auch als tot. So. Dem Albtraum zu entkommen war jetzt verhältnismäßig einfach, wenn er zwischen dir und einer verschlossenen Tür ist. Wie viele Reparaturgedöns haben wir? Oh ja, dann repariere ich das mal. Ich höre nämlich Gestampfe. Solange es kein Albtraum ist, würden wir auch einen Kampf überleben, wenn wir überrascht werden. Bei einem Albtraum bin ich mir da nicht so sicher. Mensch, ich weiß, dass ich da reingekommen bin. Ich weiß noch nicht mehr wie. Besatzung. So. In Sicherheit steht da. In Sicherheit. Frachtraum. Genau, wir haben ja welche in der Gärtnerei gerettet. Die waren ja... Guck mal. Lebenserhaltung haben wir vollständig abgeschlossen. Hey, den haben wir nicht gefunden. Den könnten wir uns markieren in der Psychotronic. Und noch jemand in der Psychotronic. Emmanuel de Silva. Aber hier steht in Sicherheit. Internistin. Ist sie zur Erde geflogen? Kirk Kemmer. Status. Kirk hatte sein Dings abgenommen. Ups, nein. Das ist schon mal eine sehr gute Statistik, haben wir auch schon begegnet. Daniel Cho ist im Arboretum angeblich. Und Status normal. Nee, nominal. Daniel lebt also noch. Angeblich im Arboretum. Ich glaube, wenn wir sie uns markieren, werden wir sie trotzdem nicht finden. Ups. Frank Jones, keine Ahnung, er ist angeblich in Sicherheit. Ein paar Unentdeckte auf jeden Fall noch. Ey, da soll jemand in der Lobby sein? Das können wir uns mal versuchen zu merken, weil wir in die Lobby nochmal reinkommen. Aber jetzt mal ganz kurz... Datenzentrale, Daniel Show, Arboretum. Die ist nicht im Arboretum. Die fliegt durchs Weltraum. Habt ihr Bock, dem nachzugehen? Die Kleine ist im Weltraum. 1700? No fucking way ist die im Arboretum. Hey, Technik. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Reparatur abgeschlossen. Wir speichern das. Damit wir nicht unsere Zeit verschwenden mit Rückflügen, wenn wir dort nicht etwas herausragend Interessantes entdecken. Die Frage ist, ob der Zeiger, der Pointer bei Daniel Show jetzt überhaupt noch richtig zeigt. Warum stand da Standort Arboretum? Standort unbekannt hätte ja noch Sinn ergeben. Und eigentlich kenne ich das leider so, dass Daniel zu diesem Zeitpunkt schon keine grüne Anzeige mehr hat im Sicherheitscomputer. Aber Mikrogravitation entdeckt. Das ist Prey.
Mich würde hier nichts überraschen. Absolut gar nichts. Ja, siehste. Er zeigt hier an, dass wir rein müssen, um den zu finden. Der Marker zeigt hier nicht im Weltraum herum. Man könnte höchstens ums Arboretum. Habe ich diesen bescheuerten Chip eigentlich auch eingebaut? Gen 2. Ja. Dann kann der doch raus, oder nicht? Erhöht die Gleitgeschwindigkeit des Antragsantriebssystems, fügt dem Antrags an. Probieren wir das mal eben. Ja, wir brauchen den doch. Sonst sind wir zu langsam. Anzug-Chipsätze Gen 1 ist jetzt drin. Und wenn wir den ausbauen, dann hat sich irgendwie nichts verändert, ne? Das funktioniert einfach nicht, obwohl ich den Schub-Button drücke. Irgendwas ist da komisch. Also ich sehe hier keine, im Moment sehe ich hier keine Leiche am Arboretum kleben. Aber 1700 Meter waren auch eine ganz schöne Strecke, um ehrlich zu sein. So. Und wie wir sehen, bildet sich eine Koralle aus dem Arboretum in den Weltraum. Allerdings auch dort vorne. Nur die Koralle beim Arboretum wird von besonderem Interesse sein. Gut. Ich lade, denn es hat keinen Sinn. Also, es handelt sich hier ganz offensichtlich um irgendeinen Fehler, zu sagen, sie sei hier im Arboretum und dann... den Zwischenstand überschrieben durch das Wechseln des Gebietes, den Zwischenspeicher. Und dann soll sie aber 1700 Meter weit weg sein. Also, das ist natürlich völliger Quatsch. Völliger Quatsch. So. Daniel Cho ist einfach nicht aufzufinden, was extrem tragisch ist. Wenn wir noch einmal in die Kabinen kommen, in die Personenquartiere, sollten wir noch mal nach der Leiche von ihrer Freundin schauen. Sie wird immer noch liegen, aber vielleicht triggert das noch mal was. So, Alex, lass uns reden. Morgen. Ich werde dich nicht begleiten. Keine Sorge, das ist kein Trick. Nur ein Geschenk deines großen Bruders. Es ist die Wahrheit, wie versprochen. Ich habe etwas gebraucht, um sie zu finden. Jemand wollte sie vor dir verbergen. Mein Computer. Noch ein Video. Sieh es dir an, dann reden wir weiter. Ich schicke dir das Passwort, falls du dich nicht schon reingehackt hast. Keine Sorge, ich bin schon lange drin, aber das Video ist neu. Ist doch Programme, Entschuldigung. Morgen. Jetzt wird's sehr interessant, Freunde. Achtung! Ich heiße Morgan Yu. Jahr 2035, ich bin auf der Forschungsstation Talos 1. Was noch? Warum nehmen wir das nochmal auf? Stimmt. Mein großer Bruder ist paranoid. Die Psychometriedaten zeigen signifikante Unterschiede in Persönlichkeitsmustern zwischen den Testläufen der neuen Neuromods. Von mir aus. Ich fühle mich wieder wie ich selbst. Ich meine, schau's dir an. Das ist es, Alex. Geschafft. Noch kannst du dich freuen. Gleich ist alles weg, wenn wir die Neuromods entfernen und alles zurücksetzen. Ich weiß, auch meine Erinnerung. Geht eben nur so. Reden wir übers Backup. Also, die Typhon-Organismen haben eine komplexe Struktur entwickelt. Material unbekannt, Zweck ebenso. Ich schätze, es ist eine Art Nervensystem, aber ein externes. Wir warten noch auf die Analyse. Bis dahin habe ich Alex den Entwurf für ein Gerät gezeigt, das es aufhalten könnte. Sollte es ausbrechen.
Alex sollte nur endlich mal zustimmen. Als ob alles dein Verdienst wäre. Was, wenn es nicht klappt? Es klappt schon. Glaub mir. Was sollten wir sonst tun? Alles hochjagen? Rettet uns nicht. Und wenn es doch klappt? Ist es das wert? Die Leute nach uns werden schlauer sein. Und stärker. Unsterblich. Sollen die uns verurteilen. Ihnen wird klar sein, dass sie nur dank uns existieren. Bereit. Los. Nun, das ist es. Alles, was ich getan habe, hast du mir aufgetragen. Ich dachte, du glaubst mir erst, wenn du es aus deinem eigenen Mund gehört hast. Die Tests, sie haben dich verändert. Zuerst nur wenig. Aber nach und nach hast du deine Erinnerung verloren. Ich habe dich nicht mehr wiedererkannt. Ich will nur meine Schwester zurück und zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Das Gerät, das du erwähnt hast, es ist eine fortgeschrittene Version der Nullwelle. Es ist die einzige Möglichkeit, die Typhon aufzuhalten, ohne unsere gesamte Arbeit zu vernichten. Es fehlen nur noch ein paar Messdaten von der Koralle. Dann können wir es vollenden. Hilf mir, es zu Ende zu bringen, Morgan. Und dann kriegst du meinen Zündschlüssel. Ich glaube zwar nicht mehr, dass du ihn noch benutzen willst, aber du kannst ihn haben. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Chipsatz für dich. Du musst dein Psychoskop verbessern, um die Koralle scannen zu können. Ich schicke dir die zu scannenden Orte. Ah. Das war ja sehr elegant. Ups, das war ja außergewöhnlich elegant. So. Modifiziert das Psychoskop, so dass es Korallen scannen kann. Wir können jetzt Korallen scannen. Ist das nicht fett? Erhöht die Chance auf griechische Treffer, wenn du... Das ist cool. Erhöht die Chance auf griechische Treffer, wenn du... Das ist cool. Verleiht Resistenz gegen Furcht. Ja, ja, das kann mal raus. Wir haben so viel Psycho-Scheiße im Inventar. No one gives a shit. So, jetzt konzentrieren wir uns einmal komplett auf die Hauptmission. Und wir scannen sogenannte Korallenknoten. Wir haben sie schon vorher gesehen. Sie waren relativ auffällig. Wir wussten aber nicht, dass das etwas Interessantes ist. Und müssen dafür einmal in den Weltraum. Da, wo wir eben schon waren, aber jetzt sind wir ja ein bisschen anders unterwegs. Also, was passiert hier eigentlich gerade? Wenn man das erste Mal spielt, ist man vielleicht ziemlich verwirrt. Ich persönlich war es nicht. Ich finde, die Information wird hier einem auf einem silbernen Teller serviert. Ziemlich offenkundig und sehr dreist, so dass man sie im Grunde schon fast übersieht, weil man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Mikrogravitation entdeckt. Die Experimente... Oh, warte, Anruf. Ich habe über das Video nachgedacht, das Alex Ihnen gezeigt hat. Ihr Bruder glaubt, dies sei Ihre echte Version. Aber warum? Nur weil sie zuerst da war? Hätte sie jemand erschaffen, wäre ihr wahres Selbst wohl das, das den von ihrem Erschaffer beabsichtigten Zweck erfüllt. Ich weiß, wer mich erschaffen hat. Und warum? Hat sie jemand erschaffen, Morgan? Wurden sie zu einem Zweck erschaffen? Falls nicht, müssen sie ihren eigenen Zweck erfinden. Oder sie haben keinen. Seltsam. Ich weiß so vieles über sie. Aber ich weiß nicht, was sie glauben. Sie müssen sich entscheiden, Morgan. Wer sind sie? Und noch ein Anruf. Morgan, dieses Video war... Ich überprüfe immer noch meine Anweisungen. Aber wenn das Scannen der Koralle Ihnen Zugang zu Alex Zündschlüssel verschafft, ist es vielleicht am besten. Eventuell bestärkt sie das Wissen über den Zweck der Koralle in ihrer Entscheidung, die Talos 1 zu zerstören. Seien Sie vorsichtig, uns läuft die Zeit davon. Macht der Technopath da vorne eher Sorgen. Im Weltraum möchte ich gegen die nicht kämpfen. Also January folgt nach wie vor seine aufgetragenen Daten, nämlich... Komme ich schon lieber ran? Wahrscheinlich nicht. Die Talos 1 zu zerstören.
kann ich hier nicht übernehmen. Moment, Angriff. Es gab einen Start von der Argus-Plattform. Der Vorstand hat von der Situation hier Wind bekommen. Das war wohl unvermeidbar. Obwohl ich alles versucht habe, müssen wir schnell und entschlossen sein. Sie wollen es uns aus der Hand reißen, Morgan. Also, Alex' Information war auch ebenfalls enorm wichtig. Jetzt überschlagen sich hier echt die Ereignisse. Es gab einen Start von der Erde Richtung Talos 1. Jemand kommt hierher auf Befehl des Vorstandes. Das, könnt ihr euch denken, ist nicht unbedingt geil. Scheinbar hat der Vorstand mitgekriegt, was hier abgeht. Was der Vorstand damit jetzt vorhat, ist eine ganz andere Nummer. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Faszinierend. Sie vereint. Gleich, Alex. Merk dir deinen Satz. Wir sollten das lesen. Auszug aus dem Archiv von Projekt Axiom. Vor allen Proben von der Verona 1 ist keine so verblüffend wie die Koralle. Derzeit ist noch unklar, ob es sich um eine neue Art von Typhon handelt oder doch nur um Ausscheidungen der Weber. Weitführende Untersuchungen sind erforderlich. Zusammenfassung der Scan-Rohdaten. Auf mikroskopischer Ebene ist eine starke Korrelation der Verbindungsmuster zwischen den innerhalb der Koralle und den Konnektomen der Volontäre, Angestellten und Gäste aus der Transfer-Datenbank zu erkennen. Nicht gut. Umfassende Strukturabgleiche empfohlen. Führe Hypothese, die Psyche von Typhon-Opfern wird nachgebildet oder in der Koralle gespeichert, Zweck unbekannt. All ihre Opfer in sich. Deine Vermutung war richtig. Sie besitzt eine Art Neuralstruktur. Überall synaptische Aktivität, als würde sie kommunizieren. Jetzt nur noch einer. Ich wusste, du schaffst das. Vater hat mich davor gewarnt, die Zukunft der Firma zu sehr auf deinen Ideen aufzubauen. Gut, dass ich nicht auf ihn gehört habe. Wir sind ein gutes Team, Morgan. Der Luftschacht ist auch nochmal von Interesse. Also, die Koralle ist ein Kollektivgehirn. Um das mal ganz grob auf den Punkt zu bringen. Und da drin sind Informationen der Opfer gespeichert. Auch nicht unheiß, sage ich mal. Nee, falscher Button. Push-Le-Button. Sie haben Angst. Nein, nichts, was die Erinnerungsbildung stört. Forschung abgeschlossen. Exzellente Arbeit. Jetzt müssen nur noch die Daten integriert werden, nachdem du sie hochgeladen hast. Nur anhand der Scan-Daten schwer zu sagen, aber... Warte. Was ist? Da ist eine Art... neuraler Stolperdraht in der Koralle. Verdammt! Morgan, komm zurück ins Büro. Wir müssen sofort deine Daten hochladen. Schnell! Ja, jetzt kocht die Scheiße richtig heiß, aber wir wollen jetzt nochmal eben diese menschliche Leiche hier finden. Echt voll? Oh, noch voller als voll. Ich finde keine offene Luftschleuse. Ich glaube, etwas verfolgt mich. Ich höre es immer wieder. Das ergibt keinen Sinn. Das ist nur in meinem Kopf. Matteo. David. Ich hab euch beide lieb. Mama. Tut mir leid. Ich weiß, du wolltest mich nur beschützen. Ich hab dich so lieb. Ay, Dio Santo. Was für eine Scheißart. Ins Gras zu beißen. Armes Dingelchen. Wie hieß sie nochmal? Egal. Es ist trotzdem eine super beschissene Art, drauf zu gehen. Wenn ich mich alleine... Ich krieg ja schon Panikzustände, wenn ich mich versuche, in ihre Scheißsituation zu versetzen, Mann. Ey, überleg mal. Sie ist hier allein in diesem knüppelengen Korridor.
Kein Sauerstoff. Enken-Alien-Arschgesicht verfolgt sie. Reinste Panik, Mann. Reinste Panik. Ich weiß, ich bin eine coole Sau und ihr denkt das immer alle über mich, aber alter Schwede. Ich glaube, ich würde mir echt volle Granate in meinen Anzug scheißen. Das wäre natürlich total uncool, wenn man mich dann findet und mich dann birgt und sagt, ach du meine Fresse, was zur Hölle hat denn er hier veranstaltet. Aber nichtsdestotrotz, ich hätte wahnsinnige Angst. Oh mein Gott, das ist der Technopath. Im Weltraum. Wo ist diese Arschgeige, die ich nicht finde, Alter? Was ist nun zu Steed? Wo ist der? Da vorne sind wir reingeflogen. Hier vorne war er doch irgendwo, ne? Wohin zumindest? Sehen wir, was ist das? Was ist das da vorne? Ich zeig's euch. Da. Ist das ein... Das ist er doch. Na, Arschgesicht. Auf einmal, ne? Auf einmal machst du die Biege. So, Alex hat die Hosen voll und das ist bei der Größe von Alex keine gute Sache. Deswegen fliegen wir da mal sofort hin und checken mal, was da Sache ist. Ist das echt die Arboretum-Luftschleuse? Die sieht nämlich irgendwie überhaupt nicht Arboretum-mäßig aus. Ach ja, jetzt doch wieder. Ach, die Steuerung ist schwerer, als es aussieht. Ständige Bremsmanöver, Angleichmanöver, ich drehe mich mal, damit ich lesen kann, Manöver. Aua, meine Hüfte gestoßen. Oh, rein da. Eigentlich wollten wir darüber reden, dass Morgan durch so fucking viele Experimente gegangen ist, dass sich ihre gesamte Persönlichkeit und ihr gesamter Charakter einmal von innen nach außen gedreht hat. Sie ist jetzt wirklich ein anderer Mensch als die Morgan, die sie vorher war. Nun, wir haben sozusagen eine neue Chance bekommen, einen neuen Start, anders zu denken, eine andere Perspektive zu entwickeln. Was wir daraus machen, ist jetzt unsere Angelegenheit. Sind wir jetzt, ich sag mal, pro Alex, pro Dezember? An meinem Terminal kannst du die Daten hochladen. Pro January. Ich werde sie so schnell wie möglich in den Fabrikatorplan für das neue Nullwellengerät integrieren. Und sei vorsichtig. Die Typhon werden bemerken, dass wir die Koralle zerstören wollen. Sie werden dich jagen. Auf meinem Schreibtisch findest du etwas, das dir helfen sollte. Bitte keine weiteren Neuromods, Alter. Ich bin so gestopft, ich kann nicht mehr. Natürlich sind das Neuromods. Anti-Red, Anti... Programme. Korallenverwaltung hochladen. Hat das echt funktioniert? Ich dachte, das... Meine ich doch... Etwas oder jemand. Scheiße. Hier spricht Commander Walter Dahl. Der Transtar-Vorstand hat mich ermächtigt, die Kontrolle über die Talos 1 zu übernehmen. Mit sofortiger Wirkung. Alle Mitarbeiter haben sich umgehend beim Shuttle-Dock zur Evakuierung einzufinden. Wer diesem Aufruf nicht nachkommen kann, sendet bitte ein SOS-Signal. Dann werden meine Rettungsoperator sie finden. Eine Sache noch. Alex und Morgan Yu sind ihres Amtes enthoben. Ab sofort darf niemand ihre Anweisungen befolgen, noch ihnen irgendeine Art von Hilfestellung leisten. Dallover. Nett. Das sind seine Militäroperatoren. Erkennt ihr sie wieder? Ihr erkennt sie wieder. Das Blackbox Project. Yeah.
ausgesperrt. Das ist Dahl. Er hat bereits alle wichtigen Systeme der Talos 1 unter Kontrolle. Ich muss zugeben, unsere Eltern haben mich enttäuscht. Ich wusste, sie haben eine Geheimwaffe. Aber ein kleiner, naiver Teil in mir hat geglaubt, sie würden sie nicht gegen ihr eigenes Fleisch und Blut einsetzen. Wir werden diese Korallendaten nicht durchkriegen, wenn wir nichts unternehmen. Es gefällt mir zwar nicht, aber du musst irgendwie in sein Kommando-Shuttle gelangen, seinen Zugangspunkt finden und seine Verbindung kappen. Da warten wir noch mal ein paar Anrufe ab, glaube ich, Alex. Keine weiteren Anrufe? Ich bin enttäuscht. Forschung abgeschlossen. Gut, machen wir genau das. Gehen wir in seinen scheiß Shuttle und nehmen das Ding auseinander. NCN 9 Blackbox Military Operator handelt sich um den fortschrittlichsten unbemannten Mehrzweck. Ihr seht hier dieses Ding. Kämpfer der Welt, ausgerüstet mit einer gezielten Mag-Energiewaffe auf dem neuesten Stand und Omni-Navigationssystem geht dem Militäroperator die Feuerkraft nie aus. Von Angriffsoptionen bis hin zur Arbeit im Sicherheitsteam sorgt das, dass das Militäroperator schnell auf sich entwickelt und morgens Notizen. Trendstar hat seine Spuren hier gut verwischt. Will nicht als Unternehmen für Waffentechnologie gelten. Wir sind bestimmt an das Sicherheitssystem der Talos 1 angeschlossen. Sie könnten mich über die Liste der Sicherheit verfolgen. Wäre eine Möglichkeit, mein Tracking-Armband loszuwerden. Wir könnten es jetzt deaktivieren, glaube ich, bei Daniel Cho. Büro. Aber wir warten noch. Dahl wird wissen, dass sie kommen. Das Transstar-Personal ist mit Tracking-Armbändern ausgestattet. Seine Operator sind zweifelsohne schon unterwegs, um sie zu retten. Diese Armbänder werden in der Datenzentrale angelegt und entfernt. Untersuchen Sie das, falls Sie unentdeckt bleiben möchten. Ja. Wollen wir das? Ist gleich um die Ecke, ist nicht weit weg. Ich bin dafür, wir machen's. Aus einem speziellen Grund, nämlich das besondere Ending. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie freiwillig. Keine Sorge, ich habe keine Angst vor denen. Wir haben unendlich viel Energiemunition, weil diese Spinner Energiemunition droppen. Und wir deutlich weniger verbrauchen, um sie zu knallen, als sie uns droppen. Also wir müssten schon verfehlen. Das geht sonst die ganze Zeit so. Deswegen lass uns das Armband auch deshalb abnehmen, aber auch für das spezielle Ending, das ich mit euch vorhabe zu erzielen. Das war ein kompliziert lang aufgebauter Satz. Ich weiß nicht warum. So, der Vorstand, also unsere Eltern, haben die Kinder, ihre eigenen Kinder, zum Tode verurteilt durch einen ihrer Handlanger. Operator-Einsatz fortsetzen. Ein Anruf. Morgen. Ja. Ich habe die Ankündigung gehört. Gewartet. Nein, nein. Ich gebe sie nicht auf. Sie waren für mich da und ich bin für sie da. Wenn sie so nett wären, hätte ich einen Vorschlag, der uns ohne weiteres Blutvergießen von der Talos 1 wegbringt. Tun Sie Dahl einfach nichts an, bevor wir ihn persönlich sprechen können. Dieser scheiß Geist. Macht Dahl kampfunfähig, also ihn nicht killen. Okay, das kriegen wir hin. Das ist easy peasy. Hey, Arschloch, reparier meinen Schlafanzug. Okay. Hallo. So. Was ist eigentlich mein Tracking-Armband? 0, ich muss den Personal-Tracking einmal finden, in meinen ID 0913. 0913. Hier spricht Alex Yu. Ich bin tot. An alle Überlebenden der Talos 1.
Ich weiß, dass viele von Ihnen Angst empfinden. Und Wut. Vielleicht geben Sie mir die Schuld dafür. Aber ich hatte nie die Absicht, Ihnen zu schaden. Das müssen Sie mir glauben. Ganz im Gegenteil. Commander Dahl... Clevere Laborratte. Ich sehe Sie nicht mehr. Ihr Bruder wird nicht so viel Glück haben. Ich hab ihn fast. Sie alle sind eine Belastung für die Firma geworden. Dahl, ich weiß, dass Sie mich hören können. Ich weiß nicht, was der Vorstand Ihnen gesagt hat, aber Sie sind dem nicht gewachsen. Rufen Sie Ihre Operator zurück. Oder helfen Sie uns wenigstens, die Typhon zurückzudrängen. Wir sind kurz vor dem... Ihr Bruder mag Mikrofone, Scheinwerfer. Er kann nicht widerstehen. Er steht gern im Rampenlicht, obwohl er sich versteckt. Und Sie laufen herum wie eine nervöse Ratte. Ich höre Sie, wie Sie an den Kabeln knabbern und in die Ecken scheißen. Versuchen Sie, Ihr Chaos zu retten oder sich aus dem Staub zu machen. Ich bin auf alles vorbereitet. Aber das ist wahrhaftig ein Meisterwerk. Sie können stolz sein. Ich glaube, Dahl missversteht seine Position, in der er sich gerade befindet. Ich glaube, Dahl denkt ernsthaft und wahrhaftig, ich hätte Angst vor ihm. Also wie können manche Menschen eigentlich so daneben liegen? Wie schaffen die das? Ich meine, wie verblendet und dumm musst du sein, um zu glauben, dass ich morgen wie Angst hätte vor diesem Spacken und seiner Blechscheiße, die hier durch die Gegend fliegt. Wie verblendet musst du sein? Nein, jetzt mal ganz im Ernst, Freund. Jetzt mal ganz im Ernst. Wisst ihr eigentlich, wie viele Neuromods ich in meinem Arsch stecken habe? Ich habe fucking Albträume und Phantome besiegt. Am laufenden Band. Casual-mäßig. Casual. Ich habe Weber, ich habe Technopathen, ich habe irgendwelche gedankensteuernde Vollarschlappen platt gemacht. Und ich verkneife mir aus meiner Selbstdisziplin das Skillen von scheiß Zauberkräften, mit denen ich Feuerbälle schmeißen könnte, mich durch die Gegend teleportieren, mich in fucking Dinge verwandeln könnte, um mich von irgendwo hin anzuschleichen. Und diese Kackbratze hat die Dreistigkeit, so zu tun, als wüsste er, dass ich Angst hätte. Sag mal, für diese Frechheit, für diese Anmaßung, möchte ich ihn eigentlich töten. Das war doch falsch aufgeregt, aber jetzt live. Dr. Yu, morgen. Oh Gott sei Dank. Ich habe versucht, irgendjemanden aus meiner Kontaktliste zu erreichen. Ich bin im Traumazentrum. Ich wollte hier Vorräte suchen. Ich habe mir beim Stromausfall den Arm gebrochen. Jetzt sitze ich fest. Aliens vor der Tür. Könnte hier wirklich Hilfe brauchen. Beantrage neuen Operator. Okay. Guck mal, der druckt einen neuen Militäroperator. So ein kleines, jämmerliches Wesen. Ja, da wollten wir eh hin in die Lobby. Da gehen wir hin. Lass uns helfen. Wisst ihr jemand, der seine kleinen, dreckigen, schlecht organisierten Handlanger mir hinterher schickt, hat einfach nicht das Recht, mich anzurufen. Er ist unter meinem Niveau. Dahl, diese kleine Arschmade, kommt auf die Station mit einem Admin-Passwort und einem Haufen kleiner Militärdrohnen und redet von oben auf mich herunter. Nennt mich eine Ratte. Ey, dafür kriegt er diese Schrotflinte in seinen Verdauungsausgang trakt bis zum Holzschaft reingeschoben und dreimal abgedrückt. Aber nein. Das machen wir natürlich nicht.
Wir sind ja nett. Nicht wahr, Dahl? Wenn du wüsstest, wie ich dich auseinanderbauen könnte, Alter. Wenn du wüsstest. Reparatur abgeschlossen. Eben, ich hab Pansen. So, ab in die Lobby. Wenn da noch lebende Menschen sind, möchte ich sie retten. Bestätigen. Ja, also meine Meinung von Dahl ist keine besonders hohe. Und sie wird sich auch nicht ändern, wenn wir mit ihm fertig sind. Also, wir kriegen da schon noch was gedreht, aber jemand, der so über mich denkt, der hat doch schon mal pauschal verloren. Wenn der wüsste, Alter, wie extrem mächtig wir sind und wie hart wir uns reglementieren. Wie hart wir uns zurückhalten. Alles nur für einen Satz im Ending. Nur für euch, Freunde. Das mache ich nur für euch. Ihr sollt wissen, dass ich hier Opfer bringe. Wir könnten hier Feuerbälle durch die Gegend schmeißen. Wir könnten hier fucking Dungeons and Dragons nachspielen. Im Mittelalter auf einer Weltraumstation. Zauberkraft. Wir könnten uns einen Mod installieren, dass die Rohrzange wie ein Schwert aussieht. Dann macht das Ganze auch schon viel mehr Spaß. Aber nein. Da ist er. Das Muckwindet. So, gehen wir ihn retten. Traumazentrum ist nicht weit. Hallo. Morgen, sind Sie das? Ja. Weg von den Zivilisten. Ich muss mir neue Beleidigungen für diese Drohnen einfallen lassen. Aber Arschmade ist halt einfach, es passt einfach so perfekt. Ich finde, wenn man sie anguckt, denkt man automatisch, Arschmade. Boah, da kann man ja richtig lange drauf einschlagen, Mann. Ich wollte es nur mal geguckt haben. So, er druckt hier unendlich neue, deswegen. Wir heilen uns kurz und retten sie vor. So, komm, Keule. Bedrohliches, das dauert nicht lang. Alles erledigt. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfen kann. Wann ist denn der gestorben? Verdammter Bananencocktail. Wann ist das denn passiert? Ist da irgendwie eine Drohne in der Nähe explodiert? Scheiße, habe ich gar nicht mitbekommen. Dann müssen wir da mit, Nein! Warum sind wir denn hier? Dann müssen wir da mit unserem Psychoscheiß rein, damit wir schnell genug sind. Aber die Drohne muss raus, ne? Die Drohne muss irgendwie aus der Kabine raus, sonst, wenn wir sie zerstören, explodiert sie. Und der Typ steckt einfach nicht genug ein, um diese Explosion zu überleben. Das ist ein Problem. Wir speichern noch mal ganz kurz vom Traumazentrum. Und dann schauen wir mal, ob wir die... Hallo? Ob wir die Drohne weggelockt bekommen. Damit die Explosion keine Casualties mitnimmt. Hallo. Warum denn Leiche? Moment, ist das überhaupt der Richtige? Den falschen geschockt. Schockieren. Hilf, liegt ein Glas? Aber der ist tot. Mann, ich kann... Die Ereignisse überschlagen sich so hart. Ich kann das gar nicht... Der hat doch eben noch mit uns gesprochen, als wir das erste Mal da rein sind. Wer killt den denn bitte? Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Komisch, dieser
Drohnenroboter, wenn ich da auf ihn drauf schieße, hat er den Namen von Luther. Das ist besser. Jetzt sind wir mächtig stolz drauf, dass wir Reichweite geskillt haben. Morgen! Der Typ ist tot. Der hat das nachgeahmt. Der Military Operator hat Luthers Stimme nachgeahmt. Das war eine Falle. Ah. Schade. Da ist er. Danach haben wir. Schade. Schade, schade, schade. Ich hatte gedacht, wir kriegen ja tatsächlich nochmal jemanden gerettet. Kriegen wir nochmal einen Anruf, der uns verspottet, dass er es lustig findet, dass wir versucht haben, jemanden zu retten. Ja, heil mich schneller, damit ich hier weg kann, weil da werden immer neue gedruckt. Was hältst du davon? Wo ist er überhaupt? Los. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts Lebensbedrohliches, das dauert nicht lang. So gut wie neu. Sie können einen Service-Fragebogen. Ein Nachahmer. Was für ein Dreck. Wir brauchen einen Sicherheitscomputer. Geben wir an den da unten. Und dann wollten wir gucken, Lobby, tatsächlich. Ja. Da ist jemand am Leben in der Lobby. Da oben. Dein Ernst? Aber da waren wir doch schon. Das ist die IT-Abteilung, ne? Lass uns da mal hingesprintet. Ne, das ist die IT-Abteilung. Schade. Da will man mal jemanden retten. Komm da raus, ich will dich retten. Ich will aber nicht. Doch. Nein. Ich brech die Tür auf, brech dir das Bein und danach rette ich dich. Okay, ich mach die Tür auf. Bitte brech mir nicht das Bein. Alles klar. Komisch, ich hatte eigentlich eine Karte dafür. Oder hatte ich die Mastercard? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Okay, gehen wir ins Shuttle-Gedöns und erklären Dahl, dass er ein verdammter, dreckiger Lappen ist. Ach, ist das der... Ist das der Antrieb? Ist das der Schub? Scheint so, oder? Dass wir damit jetzt tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen klein hochfliegen können. Okay. Die Episode wird sonst zu lang. Deswegen würde ich sagen, machen wir das in der nächsten. Pflücken wir hier nochmal eine Blume. Ja, ein Nachahmer-Operator. Ich hatte schon völlig vergessen, dass es die gab. Die rufen uns an und bitten uns um Hilfe. Ja. Bitte komm und rette mich. Ja. Ach, scheiße. Ich hatte echt Freunde empfunden, dass ich hier nochmal jemanden retten kann. So kann man sich täuschen. Gut, meine lieben Freunde. Das soll es für heute auch gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch mal wieder fürs Zusehen. Bitte schreibt mir doch in den Kommentaren, wie es euch bis hierhin gefallen hat.
Und wir nähern uns ganz langsam, aber sicher wirklich interessanten Twists und Endings entgegen. Also macht es gut, alle zusammen. Bis zum nächsten Mal.